Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World. Wir befinden uns hier an unserer Absturzstelle. Wir haben gerade eben noch den Kampf zwischen den T-Rex und den Spinosaurus überlebt. Der T-Rex hat leider verloren. Gehen wir jetzt mal davon aus, weil es sah so schon nicht gut aus für den Jungen. Der Spinosaurus hat das ordentlich unter Kontrolle gehabt und wir wollen jetzt... Alles klar, das kann ich abschießen. Genau, wir wollen jetzt in unserer Absturzstelle ein bisschen was aufsammeln, was wir noch gebrauchen können, um weiter in Richtung Strand zu kommen, damit wir uns wieder abholen lassen können. So, was haben wir jetzt hier? Was zum Klettern? Sieht aus, als wenn da eine Frau ran muss. Okay, das war ein... Schaffen Sie es, die Trümmer zu erreichen? Ich glaube schon. Puh. Hey, sie hat's da gepackt. Da hängt ein Gepäckstück fest. Jemand sollte das abschneiden. Jemand ist gut. Wir brauchen aber vorher noch mal unseren Schützen. Das machst du wieder, Udesky. Schieß doch mal da oben. Ah, okay, alles klar. Irgendwie muss man doch auch mit hier nach oben gelangen. Sollte eigentlich machbar sein. Also schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Nochmal auf die gutste weg. Nee, das war Billy. Und zwar Amanda. Ah, okay, alles klar. Ah, alles klar, da haben wir es doch schon. Du musst das hier reinbauen. Und jetzt können wir schieben. Achtung! Und damit können wir uns dann ein Sprungbrett bauen. Alles klar. So, wir brauchen Erle. Erstmal schnippeln. Schnippel, 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 schnippel. Ja, da kam einiges durch. So, jetzt müssen wir uns aber noch unseren lustigen Gesellen hier unten. Den brauchen wir auch noch von Kirby Enterprises. Hier die Knochen mal runter und dann kann er ja gleich durchrutschen. Na wunderbar. So. Mal sehen, was hier sonst noch so ist. Schauen wir mal. Mal sehen, was hier sonst noch so ist. Wird da irgendwas Nützliches noch hier rumliegen? Die Spinne mal aus dem Weg. Alles klar. Können Sie damit etwas anfangen, Dr. Grant? Ja, ja, das kenne ich. Das baue ich zu Hause immer. Habe ich auch im Vorgarten stehen. Ich schätze, ich bin dran. Ein schicken Trampolin. Wer ist dran? Ach nee, Billy muss jetzt ran. Der kann am besten von uns klettern. Hey, hier oben ist ein Gleitschirm. Können Sie sowas fliegen? Vielleicht. Wenn ich von der Kletterwand wegkomme, kann ich sowas bestimmt fliegen. Fallschirm freigeschaltet. So, wir müssen jetzt nämlich hier rüber fliegen. Der erklärt uns bestimmt gleich, wie wir das machen müssen. Abenteurer wie Billy Brennan können mit einem Fallschirm gleiten. Drück hierfür zweimal A und halte dann A gedrückt. Ach so, was genau. Dann kann ich das wohl doch. Na, das war aber noch mal knapp gewesen. Können Sie das benutzen? Seit wann fressen die Fleisch? Oder sind das die kleinen, die wir vorhin hatten? Die Trontrons? Was hab ich gesagt? Entschuldigung. Wow.
Danke, Mr. Kirby. Billy, ich brauch Billy. Aus dem Weg. Okay. Kann der etwa von hier aus das treffen? Ja, kann er. Nein, kann er nicht. Verdammt. Oh, ein Brachiosaurus im Hintergrund. Hinter diesen Randen? Hier gibt's was zu bauen. Ja. Was auch immer. Achtung! Ja, sah gut aus, gute Methode. Alan? Ich wollte gerade sagen, Alan, das ist eine Brücke, da kann man dann auch mal. Ja, egal. Schnippel die Schnapp. Weiter geht's. Ach herrje, die springen immer noch hier hinten rum, die Jungs. Ich brauche eigentlich den Schützen erstmal wieder, genau, hier, Udesky. Und Paul darf hier wieder rumwedeln mit seinem Lasso. Seine Rettungsweste. Seinen Enterhaken, eine Rettungsweste. Nee, das muss Udesky, ja, aus dem Weg. Ich mach das schon. Aha, aha, aha. Ah, ja. Ah, Knochen. Die sind tot. Tut mir leid. Nein, Quatsch. Aha, aha. Hier, ich hab was gefunden. Da ist eine Videokamera. Sieht aber ziemlich lediert aus. Und vor allem auch ziemlich klein, also. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Eric! Eric! Raptoreneier. Und es sind ein paar viele Nester. Raptoren. Eric! Hör doch mal auf zu brüllen, alle. Der Spinosaurus Level abgeschlossen. Ja, das haben wir mal schnell im Schnelldurchgang gemacht. Überspringen. Weiter geht's. Geschichte fortsetzen. Isla Sorna. So, wir sehen hier erstmal nichts. Kein Speicherpunkt da. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Juhu. Ach, wieder irgendeine Aufgabe hier. Nur noch schnippel die Schnapp. Ich weiß, ich habe schon gesehen, ich brauche da die Frau. Wie ging das nochmal? Na? So war's. So, haben wir hier noch ein Auto gefunden. Das funktioniert komischerweise noch sehr gut. Auf Isla Sorna. Und dann kurbeln wir unsere Jungs mal frei. Ach so, das ist Russentechnik. Einfach dagegen hauen und dann geht das. Verstehe schon. Billy, geh mal vor.
dran jetzt. Mensch, komm. Wie bitte? Was ist da los? Zu weit weg für dich? Ach nee, also das haben sie echt blöd gemacht. Komm, jetzt mach doch mal hier. Zwar. Gar nicht verbuggt und so. Er dreht sich immer dämlich zu mir, anstatt einfach mal da oben das Ding jetzt da. Also, naja, ich sag da jetzt hier mal nichts dazu. Das kann doch nicht sein, Freunde. Dann wirf doch mal das Ding da hoch. Hier, was will er denn noch? Perfekt. Alter, nee. Lass mal verboten ein paar Steine wegkloppen. Ich drücke drauf und dann steht er dumm da. Ich finde das jetzt ein bisschen seltsam, aber okay. Gehen wir erstmal nochmal zurück. Vielleicht können wir hier ein bisschen was ändern jetzt. Der muss dann nichts anderes machen als da hochwerfen. Aber nicht. Macht er immer nicht. Okay, Billy, dann laufen wir nochmal hoch. Wenn der das nicht will. Vielleicht jetzt? Auch nicht. Also ich hab das. Keine Ahnung, was macht er da? Versteh's nicht. Das Problem ist, ich brauche die halt hier oben. Machen. Das war natürlich Bombe. Ja, komm, jetzt verarsch mich doch mal nicht, Junge. Er mag mich nicht. Er mag mich einfach nicht. Leute, das ist da nicht drin.
Alan, kannst du vielleicht klettern? Ich glaube nicht, weil sonst wäre er schon hier oben. Und irgendeinen Bug können wir nicht ausnutzen. Guck mal, der steht doch schon hier. Hätte ja klappen können. Nein, ich schaff's nicht. Schade. Ja, Freunde, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt hier das Seil da dran machen soll. Da ist er zu weit weg. Und hier kommt er nicht dran. Er dreht sich halt immer nur dämlich um. Manu! Na gut, dann. Dann. Ja. Beenden wir die Folge hier erstmal und dann will ich mal schauen, ob ich dann da durchkomme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.